Servus, hallo. Mein Name ist Martin Stübig, ich bin Lehrer am Hegau-Gymnasium und wir haben heute eine Demonstration, eine Menschenkette gebildet für Demokratie und Freiheit und Frieden. Dazu haben sich die Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums und des Hegau-Gymnasiums zusammengeschlossen und von den beiden Schulen zueinander durch die gesamte Stadt Singen eine Menschenkette gebildet. Es soll einfach eine Sensibilisierung für die aktuelle Konfliktsituation in der Ukraine sein. Es soll auch die Schüler sensibilisieren dafür, dass es hier um Frieden und Völkerverständigung geht, dass es nicht darum geht, dass man sich einander aufwiegelt. Deswegen war es auch angedacht, dass Schilder gemalt werden mit dem Wort Frieden oder mit dem Wort Demokratie in verschiedenen Sprachen. Wir setzen uns hier für den Frieden ein, wir wollen Frieden in der ganzen Welt haben und daher bilden wir hier eine Menschenkette, wie man sehen kann, vom Friedrich-Wöhler-Gymnasium bis zu unserer Schule. Und ja, das ist unsere Message hier, wir stehen für Frieden und wir wollen das Thema gemeinsam angehen. Dankeschön. Dass sie wieder in Sicherheit leben können, in Frieden leben können und dass diese furchtbaren Angriffe aus Russland aufhören. Es bleibt einfach zu wünschen, dass Putin seinen Fehler einsieht, sich zurückzieht aus der Ukraine und einfach wieder Frieden einkehrt in der Region für ein gemeinsames, friedliches Miteinander.